Besonders gut gefällt mir das Ambiente im Aero. Es ist jetzt kein Duscherlebnis, aber ja, vielleicht ein Erlebnis schon. Einzelbetten, Rundsitzgruppe für zwei Personen. Das ist eigentlich etwas, was sehr beliebt ist, was wir auch merken. Wir sind hier auf der CMT 2024 und ich präsentiere euch heute den Detlefs Aero 520 ER. Es ist sehr schwer, hier einen Platz zu bekommen oder beziehungsweise hier in Ruhe zu filmen, weil hier viel los ist, gerade in diesem Fahrzeug. Aber trotzdem machen wir das für euch heute. Starten wir mal vorne am Fahrzeug. Wir haben hier das Alco-Chassis inklusive ATC und AMS. Das heißt, die sicherheitsrelevanten Features sind schon drin mit der Anti-Schlinger-Kupplung vor allem. In dem Fall hier jetzt noch unser Gaskasten. 2x11 Kilo Gasflaschen. Hier haben wir den rollbaren Abwassertank und auf der linken Seite den Ersatzradhalter. Das ist ganz klassischer Aero. Ihr könnt den Aero auch in Hammerschlag bekommen. In dem Fall ist er jetzt in Glattblech mit den tollen Alufelgen. Wir haben unter den Einzelbetten schon mal eine Stauraumklappe, auf die wir drauf zugreifen können. Von innen natürlich auch immer die Möglichkeit. Auf der anderen Seite gibt es diese Möglichkeit dann eben auch. Das ist natürlich immer sehr, sehr komfortabel. Ganz wichtig hier, in dem Fall sind die Alufelgen verbaut. Das sieht natürlich dann noch mal etwas schicker aus. Das ist einfach dieses Styling-Paket, wo das Glattblech und die Alufelgen noch mal mit am Start sind. Wir gucken mal kurz aufs Heck. Kommst du da rum? So, auf der Messe ist hier alles immer ein bisschen verbaut, aber es ist nichts unmöglich. Hier haben wir noch mal das Heck für euch. Oh, warte mal, wir können ja sogar... Hoppala, ich reiße hier gleich alles ab. Ah, siehst du? Hier haben wir noch mal den Zugang auf die andere Seite. In dem Fall muss ich mich korrigieren. Nee, muss ich nicht. Wir haben hier den Wassertank noch mal auf der anderen Seite. Und ihr seht auch noch mal das ganze Äußere vom Fahrzeug im Ganzen. Jetzt gucken wir aber mal uns noch mal die technischen Daten an und den Preis. Grundpreis von 27.399. Wir haben das Duschpaket mit dabei, das Touring-Paket und das Styling-Paket in Weiß. In dem Fall das Touring-Paket noch mal die Warmwasserversorgung, Fliegengittertüre, Warmluftanlage. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein sogenanntes Muss-Paket, denn ohne Heizung ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Beim Duschpaket habt ihr einfach die Möglichkeit, aus eurem Bad noch mal eine kleine Dusche zu machen. Das ist jetzt die Option, die auch immer ganz gut ist, wenn sie dabei ist. Ist einfach ein nice to have und stört einfach auch nicht groß. Und wie gesagt, ein Aufpreis von 500 Euro. Das Styling-Paket kostet dann hingegen wieder 1600 Euro. Da müsst ihr euch halt einfach bewusst sein, dass ihr für das Glattblech und die Alufelgen auch den entsprechenden Aufpreis zahlt. In dem Fall ist hier jetzt noch indirekte Beleuchtung drin, der Bettumbau von den Einzelbetten zum Doppelbett, den ich wichtig finde. Und eine Auflastung auf 1800 Kilo. Serienmäßig hat der nämlich eine technisch zulässige Gesamtmasse bei 1500. Wir haben eine Gesamtlänge von 7,51 Meter, eine Breite von 2,30 Meter. Damit ist der Aero einer von den normalen Mittelklasse-Wohnwagen und eine Höhe von 2,61 Meter. Umlaufmaß 1040 cm. Ich weiß nicht, ob euch das weiterhilft. So, ansonsten die Liegefläche im Bett vorne vor allem ist sehr komfortabel, denn da haben wir 2 Meter bzw. 1,95 Meter mal 85 cm Breite. Wenn wir das Ganze zum kompletten Doppelbett zusammenbauen, dann haben wir 2 Meter mal 1,95 Meter Bettenmaß. Das ist natürlich dann schon stattlich. Okay, gehen wir einfach mal rein ins Fahrzeug. Ist ein schönes Fahrzeug. Du willst in Sachen Camping auch mal hinter die Kulissen schauen? Dann ist unser Podcast Inside Camping wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Spannende Gäste, interessante Themen von der Campingtoilette bis zum Wohnmobilstellplatz. Alles für dich dabei. Und den Podcast findest du natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Besonders gut gefällt mir das Ambiente im Aero mit der indirekten Beleuchtung. Hier zum Beispiel noch ein großes Dachfenster drüber. Es kommt viel Tageslicht rein und natürlich immer die Rundsitzgruppe. Auch eine Kleinigkeit hier, der Tisch ist hier nochmal abgerundet, dass ich in diese Ecke ein bisschen besser reinkomme. Und aus diesem Bereich kann ich nochmal ein sehr großes und komfortables Doppelbett bauen. Also das heißt, wenn ich will, kann ich aus diesem Wohnwagen einen 4-Personen-Wohnwagen machen. Und Rundsitzgruppen sind immer sehr entspannt, gerade wenn es mal etwas stürmischer draußen ist, kann man hier sich zu 4, zu 5, zu 6 einlullen und ein kleines Brettspiel spielen oder einen entspannten Abend zusammen machen. Denn die Küche ist auch gleich daneben und ich kann hier sofort meine Utensilien noch kochen. Piezo-Zündung ist dabei. Das Tolle an diesem Tedford-Komplettmodul ist einfach, dass ich den Dreck hier runterwischen kann in das Waschbecken. Ich habe hier einen gusseisernen Rost, sodass ich auch eine gewisse Qualität nochmal zu erwarten ist. Die Rückwand hier ist verblendet. Das ist hier in einem Glanzweiß gemacht. Finde ich eigentlich ganz schick. Zu dem Fenster nochmal. Ich will jetzt auch euch nochmal ein bisschen Stauraum zeigen. Einmal hier.
einziges Manko, ja, das schnalzt hier hoch. Da hätte ich mir irgendwie noch mal so einen kleinen Stopper vorher gewünscht bei den Klappen. Weil das nutzt dann natürlich mit der Zeit auch irgendwann ab. Das muss ich jetzt ehrlich ein bisschen kritisch beäugen. Stauraum haben wir auf jeden Fall aber jede Menge. Wie gesagt, hier ist der Frischwassertank. Hier drunter habe ich auch noch mal Stauraummöglichkeiten. Das zeigt zum anderen auch mal dieses Fach. Aber ich kann natürlich auch von hier oben noch mal drauf zugreifen und rein theoretisch diesen Platz nutzen. Über der Küche dann eben auch Stauraum. Hier noch einiges an Fächern. Ja, das passt auf jeden Fall, ne? Dann gucken wir auch mal hier drunter. Genau. So, dann ist hier noch mal der Tedford-Kühlschrank inklusive dem Frosterfach, das ich gut zumachen kann, 142 Liter. Unter dem Kühlschrank habe ich hier noch mal die Möglichkeit, einige Sachen zu verstauen. Und ich habe über der Heizung, das ist der Klassiker, einen sehr großen Kleiderschrank, wo ich Sachen mit reinpacke. Der Kleiderschrank ist hinterlüftet, die Heizung strahlt nämlich ein bisschen Wärme nach oben. Und da kann ich auch perfekt mal nasse Sachen reinhängen, zum Trocknen als Beispiel. Ach übrigens, bevor wir zum Bad kommen, hier ist der perfekte Platz für meinen Fernseher. Stauraum wäre hier beispielsweise auch noch vorhanden, aber ihr seht es auch, hier ist zum Beispiel schon die Vorrichtung für die Sattdose. Und dann kann ich hier meinen Fernseher eigentlich ganz gut aufstellen oder halt eben eine Halterung an die Wand machen. Die Wand ist nämlich auch ganz stabil, da kann ich auch mal eine Schraube noch reinjagen. Okay, jetzt habe ich hier kein Licht. Hier ist es. Das ist jetzt eben das Bad mit dem angesprochenen Duschpaket. In dem Duschpaket ist zum Beispiel der Wasserhahn drin, der sich verschieben lässt. Diese Halterung, um den Duschkopf nochmal dran zu machen und eben der Duschvorhang. Das ist halt eben eine Kleinigkeit, die hilfreich ist auf jeden Fall und einfach, wie gesagt, nice to have, sich mal abduschen zu können. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesen Duschvorhängen in den Wohnwagen, aber es geht nicht darum, dass ihr da den maximalen Duschkomfort habt, weil ein Wohnwagen ist dafür da, vor allem am Campingplatz zu duschen. Oder beziehungsweise so ist einfach das klassische Nutzerverhalten von so einem Wohnwagen. Ich kann jetzt aber trotzdem mich hier einpacken und mich mal abduschen. Es ist jetzt kein Duscherlebnis, aber ja, vielleicht ein Erlebnis schon, aber es ist halt eben möglich. Das ist das Wichtige an der Stelle. Dann hier noch meine Tedford-Toilette. Ist bequem, links und rechts. Ich habe Platz, ich kann bis nach hinten rutschen, mich stört hier nichts. Dann nochmal ein Stauraum. Hier oben nochmal ein Fach mit dem Spiegelschrank, den ich verschieben kann. Und wie gesagt, Fenster in der Badtür. Ich finde das Design auch ganz schick. Da habe ich noch mal einiges an Ablagefläche und hier kann ich dann mein Handtuch hinhängen, was ich sonst zum Abtrocknen der Hände benutze. Machen wir die Badtür mal zu, weil dann sind wir nämlich hinten angekommen und das ist hier ein sehr schöner Bereich. Einzelbetten. Links und rechts kann ich jetzt einsteigen. Wenn ich will, kann ich das Ganze hier noch zum Doppelbett umbauen. Ich ziehe einfach hier diese Schublade raus. Ich habe sogar ein Lattenrost. Das ist bei den meisten Umbauten zum Doppelbett nicht der Fall. In dem Fall ist es der Fall. Und wie schon gesagt, kann ich auf diesen Stauraum komplett zugreifen, wenn ich will. Ups, sorry. Das heißt, hier nochmal einiges an Platz. Ich kann diesen Stauraum auch nutzen. Und ihr seht auch mal, wie einfach das geht. Ich mache das hier mit dem Fuß. Dann ist das Ding wieder drin. So, auf der Seite haben wir dann auch noch mal jede Menge Stauraum und ihr seht auch da mal, wie es gelöst ist. Da ist dann einfach eine Klappe noch mal drüber geschraubt. Stauraum auch hier noch mal sehr gut nutzbar, wie man sehen kann. Und auch da habe ich die Gasdruckdämpfer mit dabei. Ich habe auch hier oben noch einige Klappen am Dach. Guck mal, die kann ich sogar alle gleichzeitig öffnen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Sind sehr einfach gehalten. Das Design finde ich aber trotzdem irgendwie ganz schick. Wir haben jetzt auch hier verschiedene Polstervarianten. In dem Fall ist es jetzt in dem Mintgrün, dann gibt es noch in Türkisblau und sogar in so einem rosa Pink, was auch noch mal ein bisschen schick ist. Aber mir persönlich gefällt das Grün und das Türkis am besten. So, das ist die längere Seite mit 2 Metern, das ist die kürzere mit 1,95 Meter. Ich teste es mal für euch. Detlefs hat eigentlich immer ganz gute Matratzen. Und ja, das passt. Ist auf jeden Fall sehr bequem. Hier oben dann noch meine indirekte Beleuchtung, Funktionsleuchten, die ich hier rausnehmen kann. Kann auch vom Originalteil und Zubehör nochmal solche USB-Stecker dazu holen, die ich da einhängen kann. Hier habe ich dann noch
230 Volt Steckdosen links und rechts und einen Lichtschalter, mit dem ich hier alles einschalten kann. Ne? Diese indirekte Beleuchtung ist übrigens dimmbar. Und oben habe ich dann noch ein kleines Dachfenster. Ich bin mal auf euer Feedback gespannt zum Aero. Also würde mich mal wirklich interessieren, was ihr zu dem Fahrzeug sagt, wie euch die Preis-Leistung gefällt, wie es bei euch passt. Und dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann!